Ach, hört doch auf! Für zu Hause nicht wundern, die Hälfte von denen klatscht schon seit Samstagabend durch, seit Thomas Gottschalk da aus dem Tor kam. Ja, danke, Mensch, setzt euch hin, Mensch. Ihr seid ja gar nicht aufgestanden, ja. Nee. Naja, ich verspreche Ihnen ein Versprechen zum Anfang, ja? Um Sie emotional in diese Show hineinzuziehen. Diese Show können Sie gucken bis zum Ende, ohne dass Jan-Josef Liefers singt. Ja. Verspreche ich Ihnen. Herzlich willkommen zu Late Night Berlin. Boah, ich habe schon einen Pulli angezogen. Kalt, ja. Ich habe meinen Show-Pulli hab ich ausgepackt, weil ganz kalt, die Polarpeitsche hat zugeschlagen. Viele wissen das ja nicht über mich, aber Kälte mag ich gar nicht. Ja? Ich kipp mir morgens zum Auftauen jetzt immer einen Schuss Glühwein in den Amaretto. Einfach das wärmste Jäckchen ist das Cognacchen, das wissen wir. Ich habe die Aufzeichnung heute hier 30 Minuten später gestartet, weil ich die Redaktion erstmal freikratzen musste. Aber ansonsten, es sieht schön aus. Hier in Berlin ist es so kalt, das muss man wirklich sagen, im Berghain sind schon die ersten Besucher mit der Zunge am Pissoir festgefroren. Lecker, lecker! Ich hab, auf dem Weg hier habe ich Jeremy Fragrance gesehen, in einer Insta-Story natürlich. Ja, der ist wahrscheinlich in L.A. oder Oldenburg oder wo der halt so ist. Und der nimmt jetzt gar kein Parfüm mehr, der macht direkt Frostschutzmittel. Überall. Praktisch, ja. Ja, hat er auch getrunken, glaube ich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gezittert habe. Wahrscheinlich Samstag, als Jan-Josef Liefers angefangen hat zu singen. Ja? Samstag, das war das, ja, ein trauriger, aber irgendwie auch ein schöner Tag. Es war ja noch mal eine tolle Feier sozusagen, aber auch irgendwie eine traurige Feier. Samstag, das letzte Mal, Wetten, dass mit Thomas Gottschalk. An der Stelle noch mal ja. Glückwunsch. Wir wollen positiv bleiben an die Wettkönigin von letztem Samstag, Shirin David. Schön, dass es geklappt hat. Liebe Grüße. Und ich habe mich so ein paar Sachen gefragt während der Sendung, als ich das geguckt habe. Ich frage mich bis heute, ob Horst Freckmann aus Bochum auch am Krähen von Jan-Josef Liefers den Chair-Song erkannt hätte. Wir werden es nie wissen. Es gibt die Sendung nicht mehr. Naja, toll war natürlich auch die Saalwette. Wie viele Kombinationen lassen sich in nur 3 Stunden aus den Namen Schweinsteiger und Schweighöfer formen? Thomas Gottschalk hat mehr Namen vertauscht als Joe Biden in der ganzen Amtszeit. Stimmt. Also, die einzige Panne, die eigentlich noch gefehlt hat, ist, dass ihm die Perücke verrutscht und man sieht, dass Uwe Ochsenknecht drunter ist. Ja? Was ein Wochenende im ZDF. Erst war Heidi Klum bei den Bergrettern. Wirklich, ein Gastauftritt von Heidi Klum bei den Bergrettern. Dann ein letztes Mal Wetten, dass mit Thomas Gottschalk. Und Sonntag noch auf dem Traumschiff Kathi Hummels. Das ist mein ZDF. Ja? Apropos Cringe. GZSZ soll ein Spin-off bekommen für Jugendliche. GZSZ Kids oder was? Können wir die Schlagzeile mal einmal sehen? GZSZ bekommt einen Ableger für Kinder. In dem Artikel steht auch drin, wie das aussehen soll. Da weiß man bei RTL genau, womit man die Jugendlichen kriegt, damit die das auch gucken. In der Serie geht es, O-Ton, um Skaten, Hip-Hop und Graffiti. Natürlich, ja. Das, ja, das lieben das Jugendliche. Den ganzen Tag machen die das, wie verrückt. In Staffel 2 kommt dann Alkopops, Baggy Pants und Fidget Spinner. ich höre gerade, wir haben einen exklusiven Ausschnitt aus der Serie jetzt schon hier. Ui. So, kann's losgehen endlich, oder? Ein richtiger Profi wie ich verlernt seine Tricks eben nie. Ah, cool. Herzlich willkommen zu Late Night Berlin. Ganze Folgen gibt's übrigens auf Join.